Was geht ab, liebe Freunde? Damit willkommen zu einer neuen Folge Fanfiction Table Read. Heute mit am Writers Tisch Joko Winterscheid. Wir klatschen am Anfang schon. Und natürlich Mr. Wurst 2003, Benny Wolter. Wenn ihr noch mehr von diesen Folgen sehen wollt, dann schreibt jetzt in die Kommentare gerne noch mal so Story-Ideen. Und oder welchen, mit wem vielleicht mit wem, ja, bitte nicht mehr mit mir. Ich finde es jetzt schon sehr unangenehm. Info erklärt, Joko, du bist zum Thema Fanfiction, das ist so nicht dein Lesestoff, oder? Nee, das verunsichert mich sehr, wenn ich das sehe. Das verunsichert mich, das ist auch unangenehm, das zu lesen. Aber auch wunderschön teilweise. Wenn der Körper miteinander verschmelzen. Okay. Klaas war ja auch schon hier. Und genau unter dieser Folge gab es einen Kommentar, und zwar von Lea3502. Wenn man die Augen zusammenkneift und nur halb hinhört, hat man echt den Eindruck, das sei Joko. So viel Talent. Mach was draus, Benny. Ja, super. In der Folge mit Klaas hat Benny ja den Joko gemacht. Und das hast du echt toll gemacht. Besser als Marty Fischer? Ja, mach mal den Joko für den Joko. Wir reden doch nur, wie du geredet hast. Hey, Klaas, komm. Bevor wir, bevor ich gecancelt werde, diese Zigarette ist natürlich aus Schokolade. Die ist nicht echt. Ich trage sie einfach. Dann leck doch mal ganz kurz dran, damit die Leute wissen, es ist aus Schokolade. Kannst du sie essen? Weiß mal ab, ist aus Schokolade. Ja, klar, mach ich dann gleich nach dem Dreh. Weißt du mal. Harte Schokolade. Ey, das ist echt, wir haben eine tolle Fanfiction, eine Joko-Fanfiction. Und das Besondere, Joko übernimmt die Rolle von Joko. Und Benny wird heute die Rollen von Klaas Häufer Umlauf übernehmen und von Dr. Eckart von Hirschhausen. Und oh Gott, bitte! Und ich bin der Erzähler sozusagen. Joko Winterscheid liest Verschollen im Paradies. Nur einen Tag nach einem sensationellen Staffelfinale von Joko und Klaas gegen ProSieben sitzen Gurki und Klausi bereits kuschelnd am Berliner Flughafen, um ihren wohlverdienten Liebesurlaub auf einer traumhaften Insel mitten im sonnigen Nirgendwo anzutreten. Ach, Klausi Hasi, ich freue mich riesig auf unsere gemeinsame Zeit im tropischen Paradies. Joko legte seinen Arm um Klaas. Nur wir zwei. Auch machen? Ach so. Nur wir zwei, eng umschlungen, an einem Ort, an dem uns keiner kennt. Ein Ort, an dem wir nicht die machtbesoffenen, multimillionenschweren Megamoderatoren sind. Sondern nur zwei schwer verliebte Jungs mit ordentlich Flausen im Kopf. Das sind nicht wieder Bullen. Ein paar davon werde ich dir übrigens genüsslich austreiben, sobald wir die finale Flughöhe erreicht haben. Joko fuhr lassiv mit der Zunge über seine Lippen. Teach me, Daddy. Oh mein Gott! Noch ein letzter abenteuerdurstiger Augenkontakt. Und schon durfte der beinahe Pilot und sein beinahe besenhoher Fuckbuddy im smaragdgrünen Privatjet ihre Plätze einnehmen. Das finde ich eine schöne Vorstellung. Schau dich um, Klaas. Diese 4 Wochen Auszeit vom ganzen Trubel haben wir uns mehr als verdient. Bin nur etwas traurig, dass wir die Kinopremiere von Hinter Gittern Legacy verpassen. Hatte eine persönliche Einladung von Kathi Karrenbauer im Briefkasten. Du machst immer wieder viel zu viele Sorgen, Jokolinchen. Apropos Sorgen, ich werde diese schreckliche Flugangst einfach nicht los. Klaas wippte auf seinem samtweichen Sitzplatz nervös hin und her. Joko kannte diese verletzliche Seite von Klaas. Wann immer dieser sich in den Sattel schwang, um mit seinem bildschönen Rappel Abraxas durch die Hindernisse des hauseigenen Parcours zu galoppieren, zierte das Gesicht des ProSieben-Ochsenrennen-Überlebenden ein ähnlich fahler Teint. Oh Gott. Jetzt mal ganz entspannt, mein Testikeldompteur. Auf meiner letzten Rooftop-Party, die ich mit einem oberkörperfreien Matthias Schweighöfer schmiss und zu der alle meine geliebten Fans eingeladen waren, hat mir Taffikone Toro Schillermann etwas zugesteckt. Ich wette, danach geht's dir besser. Eines steht fest. Ich vertraue niemandem mehr als dir, Gott und Schmitti. Also her damit. Joko wühlte kurz in seiner Po-Tasche, welche sich wie eine zweite Haut an seinen perfekt austarierten Kugelarsch anschmiegte, nur um wenig später 2 herzförmige Tabletten in der Hand zu halten. Nächster Halt, Paradies. Und damit meine ich ausnahmsweise nicht das Büro der Florida. Mit ruhiger, luxusuhrenbeschwerter Hand platzierte Joko beide Tabletten auf seinem speichelnassen, porig-pinken Ausläufer und übergab eine davon via French Kiss an Benny.
Nee, ein Glas. Ein Glas. Ein Glas. Und jetzt lass uns schmusen, bis das gleißende Sonnenlicht der nächtlichen Dunkelheit weicht. Leg dich nieder auf meinem spärlich befleischten Gerippe und vereine deinen Atem mit meinem. Das tiefgründige Dödelduo, welches seinen beruflichen Höhepunkt mit der Moderation des Deutschen Webvideopreises 2014 feierte, fiel schnell in einen tiefen Schlummer, bis ein lauter Knall die beiden Star-Entertainer unsanft aus ihren feuchtklebrigen Träumen riss. Ach du heiliger Fersensporn! Klaas, wir sind abgestürzt! Aufgeregt kontrollierte Joko seinen Körper auf Verletzungen. Doch wie durch ein Wunder blieb er völlig unverletzt. Klaas, oh du, mein Lieblingsmensch, bist du wohlauf? Bitte sei am Leben, das sind wir unseren tollen JK-Fanbase schuldig. keine Sorge, mein knorpelharter Körper ist dank täglichem Krafttraining unversehrt geblieben. Nur mein Porzellan-Harlekin hat's leider erwischt. Weißt du noch, den hattest du mir nach der ersten Folge MTV Home geschenkt. Wie könnte ich das vergessen? Ich fragte unsere damalige Aufnahmeleiterin Walburga Wallenpo, was dir so gefällt. Und sie erzählte mir von deiner Vorliebe für Beckenbodentraining und handbemalte Porzellanfigürchen. Klaas kicherte. Er liebte es, wenn Joko diese Geschichte erzählte. Zeigte sie ihm doch immer wieder aufs Neue, dass sie wohl von Tag 1 an füreinander bestimmt waren. Aufgrund meiner neu gewonnenen Muskelkraft werde ich uns zwei Sitze herausreißen und sie wir draußen dann unser Lager errichten können. Das ist eine hervorragende Idee. Joko klatschte freudig in die Hände. Ich habe davon einen Rucksack voller Dosenwurst entdeckt. Dieser vollmundige Fund wird uns vorerst als Proviant dienen. Ist Dosenwurst nicht das Einzige, in das du bisher noch nicht erfolglos investiert hast? Joko und Klaas brachen in lautem Gelächter aus. War es doch eben dieser freundschaftliche Umgang miteinander, der ihre Beziehung so lebendig hielt. Von regelmäßigen Kuschelsex-Sessions auf Schmittis Schreibtisch mal ganz abgesehen. Manchmal bist du echt ein mieses Luder, Klausi. Such dir am besten schon mal jemand Neues, der dir in die Zukunft deine Besenreißer rausmassiert, während du genüsslich den neuen Fitzek verschlingst. Entgegnete der das perfekte Promi-Dinner-Kultkandidat schelmisch, bevor er und sein keksdosengroßer Kompagnon mühevoll in Richtung Ausgang kletterten, um sich auf einem Stein unweit des nahezu völlig zerstörten Flugzeugwracks gemütlich zu machen. Glaubst du, wir sind die einzigen Überlebenden? Ich denke ehrlich gesagt nicht das. Hallo Joko, hallo Klaas. Ich bin Dr. Eckert von Hirschhausen, Comedian und Arzt. Und ich war ebenfalls ein Pfleger. Joko musste sich erst einmal selbst ohrfeigen, bevor er seinen karamellfarbenen Augen trauen konnte. Ecki! Ecki, das gibt's ja nicht! Wolltest du etwa auch Urlaub machen? Eigentlich wurde ich nur in diese Fanfiction integriert, ja, weil Benny mich unbedingt parodieren wollte. Mit Benny war YouTube-Star Benny Benjamin Wolter gemeint. Er und sein Bruder Dennis waren bereits in zahlreichen Joko- und Klaas-Shows zu Gast und fielen stets durch ihr extrem nerviges Verhalten auf. Die zwei sind die personifizierten Abschalter. Eure Dosenwurstvorräte könnt ihr übrigens vergessen. Aufgrund eines chemischen Prozesses, dessen Erklärung hier den Rahmen sprengen würde, ist das Zeug nicht mehr genießbar. Ich bin übrigens Dr. Eckert von Hirschhausen. Das weiß ich, weil ich Arzt bin. Das darf nicht wahr sein. Klaas, wir werden elendig verhungern. Dabei wollte ich noch so viel an deiner Seite erleben. Klaas nahm Jokos Hände. Mensch, Joko, wir haben weit über ein Jahrzehnt unfassbar viele Menschen berührt, Fernsehgeschichte geschrieben und zueinander gefunden. Wir haben unsere Fans nie im Stich gelassen und durften die Show 20 Jahre Akte, das große Spezial mit Joko und Klaas moderieren. Wir umgehen müssen. Nenn mich verrückt, aber dann kann ich damit leben. Joko kämpfte mit den Tränen. Du findest immer die richtigen Worte, Baby. Das liebe ich so an dir. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich bin nun nicht Arzt und Comedian, sondern auch ausgebildeter Trauredner. Ich könnte euer Glück also an Ort und Stelle vollkommen machen. Überwältigt von dieser einzigartigen Chance, gepaart mit dem Fakt, dass dies der letzte Höhepunkt in dem Leben von Joko und Klaas sein würde, willigten die beiden freudestrahlend ein und schauten sich tief in die Augen. Klaas, willst du mein Mann werden? Ich wollte nie etwas anderes, du Idiot. Hirschhausen. Dann erinnere ich euch hiermit zu. Bums! Das Flugzeug touchierte die Landebahn und rollte langsam in Richtung Flughafengebäude. Joko und Klaas rissen verwirrt ihre Augen auf. War das etwa alles nur ein Traum? Hast du etwa dasselbe geträumt? Die Tabletten von Tore hatten ja eine ganz schöne Schlagkraft. Warum wacht man immer dann auf, wenn es am schönsten ist? Weißt du, was der wahre Traum ist? Das Leben an deiner Seite. Ich glaube, wir gehen gleich erstmal Ringe kaufen. Das war Was für ein Paradies!
Joko, durch den war's doch gar nicht, oder? Nee, das ging, oder? Ja, das ging. Am Anfang war ein bisschen dirty, aber ja, dann ging's da, oder? Aber schön dirty. Liebe Freunde, schreibt doch mal Vorschläge in die Kommentare, welcher Promi soll hier sitzen und worum soll's gehen? Den macht er richtig gut, den Eckart. Ja, genau. Ich bin Dr. Eckart von Hirschhausen und Dennis, ganz toll. Ich habe eben gesehen, du hast Blutgerinnsel auf der Innenseite des linken Knöchels. Mhm. Und was Janaina Zarella dazu sagt, das klären wir gleich. Großen Applaus für dich, Joko. So ganz toll gemacht. Frikadellenbrötchen, komm. Sind die frisch? Das ist topfrisch. Sag mal. Setz mal als Klaus Nase an. Something! So, Freunde, wir gehen zur Endcard. Oben die einzige Statistik zum Klimawandel, die man kennen muss, von zweifelsfrei. Und unten gibt es die letzte Folge Fanfiction Table Read mit Tommy Schmidt. Wir gehen jetzt alle zusammen duschen und danach in Champagner-Zimmer. Oh ja! Ciao, Freunde! Ciao, Freunde!